das Thema, das wir heute Abend jetzt aufgreifen, ist, würde ich fast sagen, ein unterbelichtetes Thema, ein Exotenthema. Also wenn ich so die Schlagzeilen dieses Sommers mal anschaue, da fallen natürlich jetzt gerade auch in der Corona-Zeit sehr viele Themen wie Versammlungen und Probleme, Demonstrationen mit Querdenkern uns ein. Wir hatten eine intensive Berichterstattung zu den Krawallen am Eckensee in Stuttgart, aber auch Neckarwiesen in Heidelberg. Ganz aktuell und sehr nah bei uns war ja jetzt am Wochenende auch Krawalle in Konstanz mit entsprechender Berichterstattung. Also der Schwerpunkt unserer Sicherheitsdiskussionen, ich will nicht sagen ausschließlich, aber doch eine starke Fokussierung, ist derzeit immer noch die Sicherheit im öffentlichen Raum. Von anderen Parteien, die man jetzt nicht unbedingt hier nennen muss, natürlich auch immer das Thema Flüchtlingskriminalität, aber auch so Themen wie Jugendkriminalität oder Rauschgift, Besitz, Konsum sind immer wieder im Fokus der öffentlichen Diskussion. Und wenn wir jetzt Jugendkriminalität nehmen, da haben wir seit Jahren sinkende Zahlen. Und trotzdem wird manchmal in der Berichterstattung so ein bisschen ein Tenor verbreitet. Es wird eigentlich immer alles schlimmer. Also dieses mittlerweile Berichterstattung über Kriminalität, wenn sie im öffentlichen Raum stattfindet, wenn sie bekannt wird, wenn sie über Pressemitteilungen verbreitet wird, ist ja auch mittlerweile so, dass die Presseportale der Polizei öffentlich sind. Alle Pressemitteilungen können gelesen, verbreitet, auch über andere Plattformen verbreitet werden. Dann kommt immer so ein ganz starker Fokus auf Kriminalität im öffentlichen Raum zustande. Das hat natürlich auch Konsequenzen. Wir dürfen an die Verschärfung des Polizeigesetzes denken, zum Beispiel die Möglichkeit, bei Veranstaltungen Vorkontrollen einzuführen, die es jetzt neu im Polizeigesetz gibt. Wir denken immer an die Diskussion der Videoüberwachung im öffentlichen Raum, die immer wieder gefordert wird, die allerdings nicht so einfach umzusetzen ist und auch nicht so erfolgsträchtig, wie es manchmal scheint. Ich will das gar nicht komplett negieren, aber es wird manchmal so ein bisschen ein Tenor verbreitet, als würde Videoüberwachung im öffentlichen Raum plötzlich Sicherheit produzieren. Und nicht zuletzt die Diskussion um Sicherheitspartnerschaften der Kommunen mit dem Land. Freiburg, Heidelberg, andere Kommunen haben sich auch dafür interessiert, die Verstärkung der kommunalen Vollzugsdienste. Also vieles spielt sich so im Kontext ab, eben öffentlicher Raum, Störungen, Treffen von Menschen wird als belästigend empfunden. Das, die ganze Palette von Ruhestörungen, Verschmutzung, bis hin natürlich auch zu Körperverletzungsdelikten und natürlich sind da auch schwere Straftaten dabei, wie Raubdelikte oder Landfriedensbruch. Aber so im gesamten Kontext fokussiert sich alles auf eine Diskussion der Sicherheit im öffentlichen Raum. Dabei muss man konstatieren, sind wir in Baden-Württemberg auf jeden Fall auch im öffentlichen Raum so sicher wie nie zuvor. Was wir in der Öffentlichkeit kaum im Fokus haben, weil sie eben auch nicht bemerkbar ist, ist organisierte Kriminalität. Und bei organisierter Kriminalität denken natürlich viele zunächst mal an die italienische Mafia. Und damit findet Kriminalität, organisierte Kriminalität ganz, ganz weit weg von uns statt, nämlich ja klar, in Italien oder so. Aber die ist natürlich auch bei uns. Wir sind ein Rückzugsort der italienischen Mafia. Dann gibt es ja Phänomene, die sind in Baden-Württemberg weniger bekannt als in anderen Bundesländern, sind so ein bisschen das Thema, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, Clan-Kriminalität. Den Begriff mag ich nicht so, aber es sind teilweise doch kriminelle Strukturen auch in Familienstrukturen vorhanden. Und natürlich hat organisierte Kriminalität noch viel, viel mehr Facetten und ist überhaupt nicht an irgendeine Nationalität gebunden, sondern solche organisierten Kriminalitätsformen gibt es fast in allen Ländern und natürlich insbesondere auch in Ländern, wo
wo viel Geld verschwinden kann, wo viel Geld mit illegalen Machenschaften, mit Korruption entsprechend zu machen ist und wo es einfach ein bisschen leichter ist. Klassische Betätigungsformen der organisierten Kriminalität, natürlich Rauschgift, Handel. Und hier stellen wir ja immer wieder fest, dass große Mengen an Rauschgift beschlagnahmt werden, werden immer wieder Rekordsicherstellungsmengen verkündet. Gleichwohl haben diese Rekordsicherstellungsmengen im Prinzip eigentlich keinen Einfluss auf Handelspreise oder die Funktionsfähigkeit der Handelsketten. Das heißt, es ist einfach Verlust. Und da kann man sich ungefähr auch vorstellen, welche Mengen Rauschgift mittlerweile durch die Welt transportiert werden. Dann natürlich Thema Prostitution, also illegale Prostitution, Zwangsprostitution, immer noch ein Betätigungsfeld, Waffenhandel. Und das sind auch Themen, die durch diese Ermittlungen im Zusammenhang mit den EncroChat-Handys, also diesen kryptierten Handys, auch zutage kamen. Das sind durch diese Möglichkeit, hier in diese versteckte Kommunikation reinzukommen, sehr, sehr viele Verfahren geführt worden, wo man merkt, dass dieser Handel floriert und Personen auch dabei sind, von denen man vorher überhaupt keine Ahnung hatte, dass sie letztendlich in dem Bereich tätig sind. Aber damit hört es nicht auf, weil mittlerweile geht's weiter. Es geht mit Umweltkriminalität, also Abfälle illegal entsorgen. Es geht um gefälschte Produkte und Handelsmarken. Es geht um Cybererpressung, wo die Themen Cybersicherheit unserer Unternehmen, also beziehungsweise die Cyberunsicherheit unserer Unternehmen ausgenutzt werden und die ganze Netzwerke blockiert werden und dann über Bitcoin-Möglichkeiten dann Erpressungsgelder gefordert werden. Und wir kennen auch so, was uns immer wieder hier trifft, so das, ich sage es jetzt mal unter Telefonkriminalität, das Enkeltrick oder falscher Polizeibeamter, wo alte oder meistens ältere Menschen um ihre Ersparnisse gebracht werden. Und das Ganze ist sicher auch der organisierten Kriminalität zuzurechnen. Aber medial, sage ich jetzt mal, bis auf vielleicht das Thema Enkeltrick oder falsche Polizeibeamte, die auch durch Präventionsaktionen der Polizei immer wieder thematisiert werden, spielt natürlich vieles gar nicht in den Medien so eine Rolle. Man merkt auch nichts davon und dementsprechend haben wir nicht den Fokus auf organisierte Kriminalität, den das eigentlich verdient, weil die organisierte Kriminalität gefährdet auch unsere Gesellschaft. Und zwar, weil sie sehr, sehr viel Geld verdient mit ihren illegalen Aktivitäten. Und dieses Geld muss, sage ich jetzt mal, von den Kriminellen gewaschen werden. Das heißt, die Herkunft muss verschleiert werden, weil in Ermittlungsverfahren natürlich immer, wenn Ermittlungsverfahren geführt werden, auch das Thema Vermögensabschöpfung, also die Einziehung der kriminellen Gewinne eine Rolle spielt. Und wenn ich aber das Vermögen verschleiert habe, wenn ich es verteilen kann, wenn ich es letztendlich legal mache, dann ist der Vermögensabschöpfung letztendlich auch die Wirkung entzogen. Und da sind wir jetzt bei dem Thema Geldwäsche, Geldwäschegesetz, Geldwäschebekämpfung. Und die Überschrift heißt ja, Deutschland ist ein Geldwäscheparadies. Und das stellt man in vielen Bereichen fest. Also zum Beispiel im Bereich der Immobilien. Also Deutschland hat natürlich einen Wohnungsmangel und deshalb sind Immobilien teuer. Aber es gibt auch Bereiche, wo man deutlich feststellt, dass Immobilien gekauft werden und zwar gezielt gekauft werden, um Geld zu waschen. Genauso wie andere Vermögenswerte. Weil wir haben in Deutschland, und da sind wir ziemlich exotisch in Europa unterwegs, keine Bargeldobergrenze. Das heißt, wir können Immobilien, wir können teure Autos, wir können erstmal alles noch bar bezahlen. Und dementsprechend kann man hier illegales Geld durch Vermögensaktionen in den legalen Kreislauf überführen. Die Leute werden zu Immobilienbesitzern und da zeigt sich dann auch diese Verknüpfung
zwischen organisierter Kriminalität und der Wirtschaftskriminalität bis hin zu dem legalen Standbein von organisierter Kriminalität, dass sie sich einfach auch letztendlich leisten können, legale Firmen und legale Vermögenswerte zu erwerben und so ein legales Standbein aufzubauen. Und das ist natürlich letztendlich auch im Wettbewerb eine wahnsinnige Verzerrung, wenn hier große Mengen, und wir reden ja, wenn man so in die Berichterstattung schaut, von geschätzten 100 Milliarden Gewinnen, die hier gewaschen werden und die quasi wettbewerbsverzerrend in den Wirtschaftskreislauf kommen. Von Korruption und Bestechung und so weiter, wenn große Geldmengen da sind, will man noch gar nicht reden, aber auch das ist ein Mittel, das man bei der organisierten Kriminalität kennt, als Möglichkeit, Einfluss auf demokratische Prozesse, Verwaltungsentscheidungen und bis hin zur Justiz zu nehmen. Also, das ist das Thema. Also Geldwäsche findet in Deutschland sehr stark statt. Man sagt ja auch Deutschland als Rückzugsort der italienischen Mafia, weil die Verhältnisse so gut sind. Und jetzt müssen wir natürlich uns irgendwann überlegen, wollen wir das bleiben? Wollen wir ein Land sein, das beeinflusst wird von großen Mengen von illegalem Geld, das durch Kriminalität verdient wird? Oder nehmen wir den Auftrag, den die Europäische Union eigentlich allen auch gegeben hat, auch ernst und bekämpfen organisierte Kriminalität an einer Flanke, wo sie schon immer, und das haben die Erfahrungen in Italien gezeigt, stark verwundbar ist, nämlich beim Thema Geld. Also finden wir raus, wo die Geldströme sind, greifen wir das Geld ab und verhindern, dass das Geld legal werden kann und so quasi in den Wirtschaftskreislauf fällt. Was brauchen wir dazu? Also eine Bargeldobergrenze wird seit langem diskutiert. Wir haben sie nicht. Ich kann aus unserer Sicht oder aus polizeilicher Sicht nicht nachvollziehen, warum man für 20.000 Euro bar ein Pkw oder noch für mehr Geld eine Immobilie kaufen darf, ja, weil jetzt ich persönlich würde wahrscheinlich mit 20.000 schon gar nicht durch die Gegend laufen, weil ich Angst hätte, ich verliere sie oder ich werde irgendwo beobachtet und werde überfallen und das Geld ist weg. Also überall sagt man eigentlich, das Bargeld, selbst das Bargeld zu Hause, was man jetzt immer wieder feststellt bei diesen Enkelbetrügereien, ist ja kritisch, weil es dann tatsächlich bei Einbrüchen oder bei solchen Tricks dann letztendlich auch wirklich weg ist. Und bei uns ist das einfach noch möglich. Also ich glaube, wir brauchen eine Bargeldobergrenze, sodass die großen Geschäfte einfach nicht mehr mit diesem inkriminierten Geld gemacht werden können. Wir brauchen natürlich Sicherheit im Bereich, wer wickelt Geschäfte ab? Also das ganze Thema Finanzdienstleister, Briefkastenfirmen, wo Gelder von links nach rechts transferiert werden können. Also so ein Ansatz, dass man sagt, das ist ein reales Unternehmen und wir wissen, wir haben so viele reale mittelständische Unternehmen bei uns, die Namen haben, die Gesichter haben, die einen Geschäftsort haben, ein reales Geschäft, einem realen Geschäft nachgehen. Und daneben gibt es halt Konstrukte, die immer doller werden und bis hin zur Übersee, wo Gelder natürlich auch verschoben werden können. Und da muss man natürlich auch mal einen Fokus drauf legen. Dann haben wir das Thema Verdachtsmeldungen, Geldwäschemeldungen. Und da war ja auch sehr stark jetzt der Name ist so komisch, weil er ja eigentlich Englisch ist, Financial Intelligence Unit, die FIU, in den Schlagzeilen, weil dort entsprechend Meldungen nicht weitergegeben wurden. Und sie steht unter der Aufsicht des Bundesfinanzministers. Und sie wurde irgendwann mal, das ganze Thema Geldwäsche, Verdachtsmeldungen, Zentralstelle wurde transferiert weg vom BKA, eben zum Zoll. Und seither haben wir Defizite, ich sage es mal ganz neutral,
Defizite in diesem Bereich. Die Behörde wurde zwar personell verstärkt, aber hier fehlt es, glaube ich, an richtiger Analyse, an Datenanbindung, Vernetzung mit den polizeilichen Daten, weil wir haben in Deutschland ja auch die Besonderheit, dass wir auf der einen Seite das Thema Zoll- und Finanzämter haben, die auch ganz andere Ermächtigungen haben, Überprüfungen machen können. Auf der anderen Seite haben wir das Thema Polizei, die klassische Kriminalitätsbekämpfung macht. Und diese Daten übereinander zu legen, ist, glaube ich, immer noch eine spannende Frage, die bisher nicht richtig gelöst ist. Und wenn ich jetzt bis ins Kleine schaue, dass bei uns natürlich Zollfahndung, Rauschgiftdelikte und andere Delikte aus dem Bereich organisierte Kriminalität bearbeitet und unsere Dezernate und Inspektionen der Polizei das parallel auch machen und der Austausch in der Form nicht optimal ist, dann merkt man schon, wo eigentlich im Prinzip die Probleme sind. Und wir brauchen natürlich mehr Personal in den Ländern. Ja, wir brauchen spezialisierte Kolleginnen und Kollegen, vielleicht auch mit externem Sachverstand, die Buchhaltungen, die entsprechende Belege lesen können. Wir brauchen Auswertesoftware und wir brauchen natürlich letztendlich auch Staatsanwaltschaften, die mit dem entsprechenden Sachverstand, weil es ist alles Spezialistentum, da rangehen und auch ihr in der Verfolgung solcher Delikte die Kapazitäten haben. Also ich sage mal, eine normale Staatsanwaltschaft ist natürlich schon ausgelastet mit vielem und dann kommen solche Verfahren, die einfach die Kapazitäten sprengen könnten. Also da muss man schon, wenn der politische Wille da ist, einen Fokus auf das ganze Thema Geldwäschebekämpfung, OK, mit Personal, mit Logistik, mit Intelligenz, sage ich jetzt mal, auch legen. Und das, sag mal, fehlt mir an Fokussierung, fehlt uns an Fokussierung in der öffentlichen Wahrnehmung. Und das Debakel bei der FIU hat es jetzt auch gezeigt. Sonst hätte die Staatsanwaltschaft unabhängig von irgendwelchen Verdachtsmomenten, dass das jetzt politisch irgendwie motiviert gewesen sei, aber ohne grundsätzlichen Verdacht und Defizite wäre es dort nicht zur Durchsuchung gekommen. Also die Defizite sind erkennbar. Es gibt zu dem ganzen Thema organisierte Kriminalität und Geldwäsche und alle anderen Möglichkeiten, die wir in dem Bereich haben, um einen Schwerpunkt drauf zu legen, gibt es ein Autorinnenpapier von Katharina Schulze, von Irene Mihalic und Sina Imhoff. Das heißt, unsere Innenpolitikerinnen, unsere Fachfrauen in dem Fall, haben eigentlich sehr komprimiert dargestellt, in welchem Bereich hier ein Wechsel, ein Paradigmen, ich würde schon fast sagen, ein Paradigmenwechsel in der Innenpolitik stattfinden muss, um den Fokus jetzt hier auf organisierte Kriminalität und speziell dann Geldwäsche zu legen. Und dieses Papier ist öffentlich, das können wir im Nachgang oder irgendwie auch verlinken und zur Verfügung stellen. So, das war jetzt mal aus meiner Sicht der Input zu dem ganzen Thema. Ja, herzlichen Dank, Armin. Hochspannend. Wir sind 1000 Gedanken jetzt hier gekommen. Also auf jeden Fall das Papier, wenn du uns hinterher zur Verfügung stellst, das kann man dann auch auf meine Webpage stellen, damit die es vielleicht jetzt nicht gesehen und gehört haben, im Nachhinein vielleicht doch nochmal was nachlesen können. So, ja, wie ich es jetzt zum Schluss bewerten würde, so deine letzten paar Sätze, die du gesagt hast, hat es ein Stück weit mit politischem Willen zu tun. Also man braucht bessere Ausstattung, man braucht besseres Personal. Das habe ich soweit ganz gut verstanden. Wie sieht es eigentlich aus mit Ausstattung und Personal, wenn es um die Kriminalität selber nochmal geht? Also wenn es tatsächlich darum geht, ich meine, das ist ja ein ganz großes Portfolio vom Rauschgift über Waffen, Prostitution bis hin, was ich dem gar nicht zugeordnet hätte, diese kleinen, also ich nenne es jetzt mal kleinen Betrügereien oder die Betrügereien an den kleinen Leuten. Das ist ja riesig, das ist ja ganz vielschichtig. Hast du das Gefühl, ihr seid da gut genug ausgestattet? Oder ist da auch noch ein Defizit zu finden?
Grundsätzlich so würde ich die Polizei Baden-Württemberg so im Schnitt über alle Länderpolizeien durchaus als gut ausgestattet bezeichnen. Wenn man es teilweise im europäischen Vergleich sieht, sicher auch da sehr gut. Ich glaube, auch hier ist aber eine Schwerpunktsetzung weg von, ich sage jetzt mal, vorzeigbaren Dingen wie die unsere guten Streifenwegen, ja, immer die Landesklasse, sage ich jetzt mal, und sonstigen Dingen, die natürlich alle wichtig sind, und Ausstattungsteile zu Thema, ich sage mal, auch im Bereich Cybercrime, wo man sagt, also das Thema PC, Tablet, Analyse-Software, also das müsste noch voll deutlich besser ausgebaut sein. Und da braucht man auch noch, ich sage mal, viel mehr Spezialisten, vielleicht auch externe Spezialisten im Bereich DV, weil in dem Bereich, von dem wir jetzt reden, da kommt ja ein Streifenwagen überhaupt nicht zur Geltung. Da geht es nicht um polizeiliche Präsenz und klassische polizeiliche Maßnahmen. Das ist alles hochkomplex, bedarf eben der Aufbereitung von Daten, an Datenanalyse, Verdachtsgewinnung und dann natürlich in dem ganzen Kontext bis hin dann zu Spezialeinheiten, Observationsmöglichkeiten. Also da ist die große Klaviatur der Kriminalpolizei gefragt. Und da glaube ich schon, kann man personell, logistisch noch eine Schippe drauflegen. Also ganz ehrlich, hatte ich jetzt auch nicht an Streifenwagen gedacht, sondern auch eher an IT. Also wir haben es jetzt gesehen bei den Gesundheitsämtern in der Pandemie. Ich hatte den ersten Verdacht oder war mit einer Corona-infizierten Person zusammen und habe dann die Nachricht vom Gesundheitsamt gekriegt, dass ich dann vielleicht einen Fax kriege. Da bin ich fast vom Stuhl gefallen. Hinterher ist uns aufgegangen, wie schlecht unsere Behörden da ausgestattet sind. Das war so ein bisschen mein Gedanke. Also ist es doch in der Tat so, dass hier noch einiges getan werden kann. Einen anderen Punkt hast du jetzt noch angesprochen. Das ist dann die letzte Frage von meiner Seite. Also alle, die hier mithören und mitschauen, bitte stellt eure Fragen, stellen Sie Ihre Fragen, sind herzlich willkommen hier in der Diskussion. Meine Frage wäre jetzt noch ein Stück weit die Ausbildung. Hat sich die Ausbildung jetzt über die Jahre an die Situation angepasst? Also ich meine, ich nehme jetzt mal an, dass du schon einige Jahre Polizeidienst hinter dir hast. Die Ausbildung, die du vielleicht mal genossen hast, hast sicher viel dazulernen müssen in all den Jahren. Wie schaut es aus mit der Ausbildung? Ist die angepasst oder muss man auch da noch, wie du es schön sagst, eine Schippe drauflegen? Die Ausbildung ist sicher insgesamt gut. Wir haben ja insbesondere auch mit der Möglichkeit eben des Direkteinstiegs in gehobenen Dienst, wo die Leute mit diesen 4,5 Jahren dann mit Studium und allem, denke ich, auch gut ausgebildet rauskommen. Allerdings bezieht sich diese Ausbildung immer, sage ich jetzt mal, auf den grundsätzlichen polizeilichen Dienst. Das sind alles letztendlich Kolleginnen und Kollegen, die ich im Streifendienst verwenden kann, die ich in geschlossenen Einheiten verwenden kann. Sobald ich sie aber letztendlich in den Bereich Kriminalpolizei bringen muss, kommt ein wahnsinniger Fortbildungsbedarf auf die zu. Und der Fortbildungsbedarf besteht natürlich im allgemeinen kriminalpolizeilichen Fachwissen. Also Kriminalpolizei macht ja natürlich immer noch auch Kapitaldelikte, ja, und Verbrechen, und die gibt es halt immer noch in anderer allgemeiner Form. Aber wenn ich in den Bereich organisierte Kriminalität gehe, wenn ich dann in dem Bereich auch noch länderübergreifend tätig werden muss mit internationalen Rechtshilfe ersuchen und, ist das ein Wahnsinnsfortbildungsbedarf. Es ist wie in vielen anderen Berufen auch, findet eine Spezialisierung statt, und die Normalausbildung, so gut sie ist halt eine Generalausbildung. Und das versucht man jetzt im Bereich Cybercrime ein bisschen zu verändern. Und da kann man ein bisschen drehen. Im Studium versucht man einen neuen Studiengang daraus zu finden, sodass die Leute quasi schon zielgerichtet auf das Thema Cybercrime hinstudieren.
Aber insgesamt ist wahnsinnig viel. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, ob man in manchen Bereichen das wirklich so macht, dass man Leute 3,5 oder 4,5 Jahre, je nach Laufbahn, zu Polizisten ausbildet und dann noch wahnsinnig viel draufsatteln muss. Oder ob man in manchen Bereichen einfach externe Fachexpertise, egal ob es jetzt im IT-Bereich, Buchhaltung, Juristen und alles Mögliche letztendlich auch einstellt und hier natürlich dann die Expertise sich direkt ins Haus holt. Also da gibt es wahrscheinlich keinen Königsweg, aber da muss man schon mal drauf schauen. Aber der eine Weg, alle zu Polizisten auszubilden und dann hinterher zu spezialisieren, ist zumindest in manchen Bereichen richtig schwierig. Ja, kann ich mir gerade bei Cyberkriminalität schon vorstellen, weil das doch ganz spezifische Kompetenz und spezifisches Wissen erfordert. Aber du hast gerade nochmal, also solange niemand Fragen stellt, wird einfach ich Fragen stellen. Das sind auch, also ja, das sind ganz viele Punkte, die du angesprochen hast. Und du hast gerade eben auch nochmal so internationale Zusammenarbeit angesprochen. Jetzt hast du schon geklagt oder beklagt, dass die Financial Intelligence Unit seit verlagert wurde, das mit der Zusammenarbeit schon nicht mehr so ganz funktioniert. Also da besteht ganz viel Bedarf, dass ihr eure Ermittlungen bei der Polizei und beim Zoll, dass man es übereinander legt, auf Schnittstellen guckt. Jetzt, wenn das innerhalb Deutschlands schon eine Schwierigkeit ist, wie sieht es dann international aus? Also ich meine, wir leben ja hier jetzt in einer Grenzregion. Du lebst in Freiburg, ist auch Grenzregion. Da spielt natürlich das Grenzüberschreitende auch eine große Rolle. Wie sieht es da aus? Immer noch, und es hat sich ja viel getan in den all den Jahren. Wenn ich jetzt einmal an meine ursprünglichen Zeiten zurückdenke, da waren Grenzen und es war undenkbar, dass vielleicht jetzt Deutsche und Schweizer oder französische Polizei zusammenarbeiten. Das geht, das funktioniert im Alltag mit vielen Beispielen. Das hat begonnen mit unseren gemeinsamen Zentren, aber es ist insgesamt trotzdem ein wahnsinnig weiter und schwerer Weg, weil wir natürlich immer noch das Thema Sprache spielt immer noch eine Rolle. Es spielen unterschiedliche Rechtssysteme eine Rolle. Und ich sage mal, man muss wirklich in dem Thema drin bleiben. Also wer das nicht permanent macht, für den ist es natürlich wahnsinnig schwierig, die einzelnen Vorschriften zu kennen, weil sie sind einfach, ich sage mal, juristisch sperrig. Und es gibt natürlich da Behörden, man hat Europol gegründet, es ist so viel da, aber es ist halt immer noch nicht so, als wäre das quasi ein Land oder ein Europa, wo Ermittlungen einfach locker hin und her gehen. Also es ist immer mit Aufwand und Anstrengung verbunden, auch wenn der Wille da ist. Und dementsprechend brauche ich einfach das entsprechende Personal, dass das geübt ist und permanent macht. Und das ist, glaube ich, auch ein großes Problem. Das meine ich auch mit Fokussierung. Wenn ich OK international bekämpfen muss, muss ich letztendlich Leute, die sich komplett darauf fokussieren. Und wenn ich das nur gelegentlich mache und da nicht geübt bin, dann das geht aber auch mit anderen Rechtsbereichen, also mit zum Beispiel verdeckten Ermittlungen, wer sich die ganzen Paragraphen in der Strafprozessordnung oder im Polizeigesetz anschaut, die im verdeckten Bereich operieren, dann ist das eine komplexe Rechtsmaterie. Roland als Jurist kann das wahrscheinlich bestätigen. Und wer das nur gelegentlich macht, wird daran scheitern. Also ich muss da Übung drin haben und ich muss die Abläufe kennen und ich muss die Verbindungen haben. Also es ist nicht so, dass es gar nicht geht, aber es ist einfach nicht ganz so einfach. Also Roland, wenn du da Spezialist bist, misch dich bitte gerne in die Debatte ein. Es ist ja sicher auch interessant, das mal von deiner Warte zu hören. Ja, genau. Also es ist so, wie es der Armin schon sagt. Also in Europa hat man viel getan und ursprünglich auch sehr viel Herzblut reingesteckt in die internationale polizeiliche Zusammenarbeit. Nicht zuletzt ja auch als Reaktion auf die offenen Grenzen, die wir ja alle so sehr lieben.
Das heißt, das freie Europa, das führt natürlich auch zu einer Internationalisierung, zu einem grenzenlosen Verkehr von Kriminalität. Und da hat man ursprünglich sehr viel reingesteckt und auch viel gemacht. Aber so wie es der Armin sagt, ich kenne das eben jetzt eher aus der BKA-Warte, wo man ja praktisch so der internationale Briefkasten bedienen müssen. Es landet dann irgendwann mal an nationalstaatlichen Besonderheiten, an nicht kompatiblen Dateisystemen oder also Telefonnetze, die da nicht so richtig funktionieren, wie auch immer. Und sagen wir, der Elan, den Europa in der ersten Zeit genommen hat, so von mir aus so bis, denke ich mal, Ende Prümer-Verträge, Prümer-Durchführung, wo man gesagt hat, okay, wir arbeiten zusammen, Eucaris mit den Autos europaweit, die DNA-Geschichte, die Fingerprint-Geschichte, wo wir da voranbringen wollen, das ist schon alles ewig her. Und das hat dann irgendwann mal den Drive verloren, hängt dann letztlich jetzt auch, wie bei euch in Grenzregionen, dann auch am Engagement bei dann grenzüberschreitenden Geschichten oder so. Aber da ist, denke ich, durchaus insgesamt noch Luft nach oben, das aber, denke ich, getragen sein muss auch vom Willen in den Nationalstaaten hier da offensiv voranzugehen und eben auch ein Stück weit dann auf die Polizeien und die Strukturen, die man da schaffen muss, dann zu vertrauen und nicht alles ängstlich bei sich selber zu bewahren. Ich sehe schon alles ein sehr, sehr weites Feld, auch nicht ganz unkompliziert. Aber vielleicht kann man nochmal auf die Geldwäsche selber zurückkommen. Armin, du hattest eingangs gesagt, dass wir in Deutschland eben dieses grenzenlose Bargeld, ne? Also ich kann ein Haus kaufen für ein paar hunderttausend Euro und kann das Cash auf den Tisch legen und niemand will irgendwas von mir. Wie sieht es in anderen Ländern aus? Oder Roland, weißt du das? Wo wäre eine vernünftige Grenze, wo man sagt, Bargeld nein oder Bargeld nur, wenn du nachweisen kannst, wo es herkommt oder ich weiß nicht. Was wäre eine vernünftige Grenze oder wie lösen das andere? Ich meine, dass die Grenze relativ tief ist, also um die 1.000 Euro rum in anderen Ländern. Also viel ist das nicht, also da reden wir dann nicht über eine Obergrenze von 10.000 oder 20.000, sondern da wird tatsächlich sehr, sehr niedrig angesetzt. Und letztendlich geht es ja da immer dann darum, auch zu sagen, okay, wenn dieses Geld nicht mit Bargeld fließt, dann kommt ja trotzdem die Frage immer, wo kommt es her? Ich muss also Leute identifizieren können. Und das ist ja auch, das wollte ich vorhin noch sagen, das ist ja auch das, was diese ganzen Geldwäsche-Verdachtsmeldungen so problematisch macht, weil erstmal ist eine Geldwäsche-Verdachtsmeldung nur da, es hat eine Geldtransaktion in einer gewissen Höhe stattgefunden. Das heißt aber noch nicht, dass das Geld in irgendeiner Form kriminell ist. Das heißt, ich muss letztendlich verlässlich bei einer Geldwäsche-Verdachtsmeldung wissen, wer ist derjenige, der das auslöst und wer ist derjenige, der das Ganze bekommen hat. Und dann muss ich Informationen dahinter legen. Ja, ich muss also quasi brauche Daten und Analyse. Und da geht es schon los, dass wir auch in Deutschland kein einheitliches IT-Netz der Polizeien haben. Und zwischen Polizei und Zoll und anderen Behörden haben wir auch natürlich entsprechende Probleme. Und das macht das Ganze so schwierig. Also die Bargeldobergrenze allein wird es auch nicht richten, weil dann kommt natürlich entsprechend auch bargeldloser Transaktionsverkehr kann grundsätzlich verdeckt und verschleiert werden. Aber es ermöglicht zumindest mal die ganz einfachen Geschäfte. Und da gab es ja vor kurzem auch einen schönen Bericht von CDF Neo, wie sie zum Autohändler gehen und ein Auto für 20 oder über 20.000 Euro wollten sie bar zahlen. Der hat nicht einmal einen Ausweis verlangt. Das hätten sie einfach auf den Tisch gelegt und hätten die Karre mitgenommen. Und das gibt es in allen Bereichen.
Also es ist ein Baustein, aber nicht die Lösung allein, weil die Lösung weiter heißt natürlich auch Identifizierung der einzelnen Personen, zu hinterlegen, was sind das Verdacht, den strafprozessualen Verdacht zu generieren, um hinterher auch in Maßnahmen zu kommen. Und das ist eine gewaltige Analyseaufgabe und dafür sind wir einfach noch nicht bereit. Ja, ein bisschen schockt es mich jetzt, also wenn ich jetzt dran denke, wir haben auch schon ein Auto bar gekauft, weil wir das in Düsseldorf oben gekauft haben und der hat ganz einfach gesagt, hier Geld gegen Auto und so haben wir das halt gemacht, ne? Also wenn du einen Gebrauchtwagen kaufst, wenn das jetzt nicht der Autohändler ist vor Ort, weil du da vielleicht das nicht gefunden hast, was du gerade willst. Also ist es sicher nicht ganz ungewöhnlich, aber dass es diesen brennenden Hintergrund hat, das war mir bis jetzt ehrlich gesagt nicht bewusst. Weil mir fällt jetzt auch auf, jetzt gibt es ja diese Negativzinsen auf der Bank, ne? Und wenn jetzt du zum Beispiel gespart hast, weil du was investieren willst und die Investition läuft noch nicht und du hebst das Geld bar ab, weil du keine Negativzinsen zahlen willst. Also da kommen ganz komische Verbindungen zusammen, die sich dann mixen mit denen, die das jetzt systematisch und kriminell betreiben. Mhm. Also ja, es gibt da jetzt tatsächlich hier so ein ganz sonderbarer Mix. Und ich stelle mir das halt unglaublich schwer vor, dann tatsächlich das entsprechend aufzuspüren. Wie sieht es da aus mit der internationalen Zusammenarbeit jetzt nochmal? Du sagst, Mafia, wir sind Rückzugsort für Sie, weil sich bei uns ja leicht Geld waschen lässt. Habt ihr denn auch den Austausch zum Beispiel in Italien? Kriegt ihr mitgeteilt, wenn da sich gerade wieder irgendwas zusammenbraut? Oder eher nicht? Also wir hatten ja auch Terroranschläge, wo genau das nicht funktioniert hat. Wie sieht es in dem Bereich aus? Oder ist das mal so? Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Also das Thema Geldströmeüberwachung zur Terrorismusbekämpfung ist jetzt nochmal ein ganz besonderes Thema. Das kann ich jetzt so im Alltag auch gar nicht sagen, wie das funktionieren wird. Und da sind wir ja dann schon irgendwo auch im Bereich nachrichtendienstliche Tätigkeiten mit drin. Aber ich sage mal so, die Transaktionen, die legalen Transaktionen wird es ja immer geben. Und wenn ich jetzt ein Auto kauft und hat plötzlich irgendwo eine entsprechende Summe hinterlegt und kommt eine Verdachtsmeldung, wird man halt prüfen, wer ist A, wer ist der Verkäufer und wer ist der Verkäufer. Und letztendlich ergibt sich dann bei der normalen Überprüfung überhaupt kein weiterer Verdacht. Und wenn man mich fragen wird, würde ich halt sagen, ja, ich habe mein Geld, ich habe es halt entsprechend da, ich habe es bar, ich habe es auf dem Konto und habe mir halt das Auto gekauft. Und dann gibt es aber eben Verdachtsmomente, die man generieren kann, wo irgendwelche Geldströme herkommen. Und das ist diese große und schwierige Analyseaufgabe. Also es hat ja niemand behauptet, dass es einfach ist. Ja, also das Ganze. Aber man muss halt auch entsprechend die nicht nur die Manpower, sondern auch die EDV und die Analysesoftware und alles bereitstellen, um das Ganze zum Laufen zu bringen. Ja. Also Wunschkonzept würde heißen, wir brauchen eine bessere IT-Ausstattung. Wir brauchen, habe ich das richtig verstanden, auch das, also praktisch Zoll und Polizei müssten eigentlich angeglichen werden, damit ihr einen schnelleren und reibungsloseren Austausch kriegen können. Eigentlich wurde ja kritisiert, dass die ganze Geldwäschebekämpfung überhaupt aus dem Bundeskriminalamt rausgelöst wurde und zum Zoll gegeben wurde. Also, aber ob man das nochmal rückgängig machen kann, das ist jetzt, glaube ich, wäre ein noch schwierigeres Unterfangen und würde wahrscheinlich das Ganze nochmal wieder zurückwerfen. Aber man muss jetzt letztendlich mal draufschauen, wie der Informationsfluss verbessert werden kann, wie die Zusammenarbeit verbessert werden kann. Und es haben ja auch andere Bereiche gezeigt, zum Beispiel das Bereich Terrorismusbekämpfung, dass man sogenannte gemeinsame Zentren bilden muss. Also wir haben ja ein gemeinsames Terrorabwehrzentrum, wo alle beteiligten Behörden miteinander sprechen und
Fallkonstellationen auch besprechen. Das hat in der Vergangenheit zwar auch nicht immer geklappt, wie der Fall Anis Amri zeigt, aber die Grundidee, hier so zusammenzuarbeiten, wäre sicher auch im Bereich der Geldwäschebekämpfung ein Ansatz, den man verfolgen könnte, dass man ein gemeinsames Geldwäscheabwehrzentrum oder Geldwäscherecherchezentrum und dort das Wissen um aus allen Behörden und so weiter auch entsprechend bündeln kann. Und es geht ja, wie gesagt, es ist teilweise ein Massengeschäft und man wird in diesem Massengeschäft wahrscheinlich auch nicht jede einzelne Anzeige, Verdachtsanzeige, insbesondere die ganz kleinen, lückenlos recherchieren können. Da muss man halt nach gewissen Rastern vorgehen und muss gewisse Vorgänge rausfiltern. Und dann kommt man zu den wirklichen Knackpunkten und kann da entsprechend ansetzen. Das ist aber in anderen Bereichen genauso. Wir werden ja auch überschwemmt mit Verdachtsanzeigen Kinderpornografie und auch dort gilt es zum Beispiel rauszufiltern nach gewissen Kriterien, was ist schon bekannt, was ist einfach Material, was immer kursiert und wo sind tatsächlich aktuelle Fälle und brisante Fälle. Auch da versucht man ja mit IT-Unterstützung entsprechende Filter draufzusetzen, weil das ist alles eine unvorstellbare große Menge an Daten. Ja, also da geht es tatsächlich um Massendatenanalyse und ganz final erst um die Diskussion um einzelne Fälle. Und das ist die große Herausforderung. Und ich glaube, dass die FIU personell ist die wahrscheinlich ausreichend aufgestellt, aber da fehlt es jetzt letztendlich an der Verbindung zu Informationen auch aus anderen Bereichen. Also das ist praktisch ja ein Stück weit eine logistische Sache, zu sagen, wie kriegt ihr die Informationen? Weil es muss ja eigentlich auch wieder ein Rückfluss sein zur Polizei oder also vielleicht auch wieder naive Vorstellungen, ich sage es mir jetzt einfach mal so, weil also Geldwäsche geht ja irgendein illegaler krimineller Prozess voraus, ob jetzt das, ob es Waffenhandel ist oder ob es illegale Prostitution ist oder Menschenhandel oder Schlimmeres. Das heißt, also es muss ja dann wieder, wenn jetzt rein bei Geldwäsche was gefunden worden ist, muss ja dann der Rückschluss da sein, bei der Polizei dann zu sagen, wir müssen jetzt auch das Verbrechen dahinter aushebeln und dingfest machen. Oder wie läuft es? Also ich stelle es mir jetzt mal so vor. Ja, natürlich, über solche Dinge muss ich natürlich mit Informationen irgendwann einen Verdacht generieren, ein Verfahren generieren. Und so ein Verfahren, gerade im organisierten Bereich, dauert natürlich dann entsprechend lang, hat entsprechenden Umfang. Da wird aus vielen Bereichen werden Informationen gesammelt und Geldwäsche ist ein Teil und Verdachtsmeldungen. Und dann wird ein Verfahrenskomplex umrissen. Um wen geht es da? Was sind die Tätigkeiten? Welche sind die handelnden Personen? Bis man dann auch eine Staatsanwaltschaft hat, die das Verfahren dann entsprechend führt. Entweder wegen Bildung einer krimineller Vereinigung, das wäre dann quasi das Verfahren, also wo man sagt, man packt das alles zusammen. Oder manchmal geht es eben vom Einzeldelikt aus. Es ist ein Delikt passiert, ja. Nehmen wir mal das bekannte Delikt, das wir vor kurzem hatten mit dem Raub aus dem grünen Gewölbe. Ja. Also das ist eine schwere Einzeltat. Und diese schwere Einzeltat führt zu Ermittlungen und führt dann letztendlich zu einer Bande, die dann jetzt vor kurzem sind sie alle nach Durchsuchungsmaßnahmen einzeln inhaftiert werden. Und wenn ich dieses Einzeldelikt nicht habe, muss ich halt ein Gesamtkonstrukt bilden aus vielen Einzelbausteinen und dann das Verfahren generieren. Das ist alles sehr zeitaufwendig und bedarf eben dieser übergreifenden Sicht und Datenanalyse. Ja, ich glaube, das war schon mal jetzt zum Abschluss eine ganz gute Zusammenfassung. Auch wenn man im Moment nicht darüber nachdenkt, Geldwäsche ist ein Risiko für unsere innere Sicherheit, weil ja eine Kriminalität vorausgeht, weil im Vorfeld ja irgendjemand illegal gehandelt hat, dass er überhaupt Geld zu waschen hat. Ich brauche keins waschen, ihr braucht vermutlich auch alle keins zu waschen. Also es ist ein ganz, ganz großer Komplex. Ich finde schon, dass man viel
ja, viel, viel Herzblut und Wissen da reinstecken muss, um das so aufzubauen, dass man das tatsächlich aufbrechen kann. Man redet immer oft von anderen Ländern, von Korruption und dass da alles viel schlechter ist. Und wenn man jetzt aber hört, dass wir in Deutschland durch das, dass wir hier Geldwäsche relativ leicht machen, zum Rückzugsort geworden sind, finde ich das erschreckend, muss ich ganz ehrlich sagen. War mir vorher nicht so bewusst. Ich glaube, da muss man sehr viel Hirnschmalz auch noch reinstecken, dass man dem was entgegensetzen kann, weil meistens sind sie ja dem Staat einen Schritt voraus und den Schritt gilt es einzuholen. Ich danke euch recht herzlich, dir Armin ganz besonders, aber auch Roland, dass ihr eure Sichtweise hier mit eingebracht habt. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Du hast es eingangs gesagt, man hängt oft an dem auf, was man draußen auf der Straße sieht. Und wenn das entsprechend ja, aufgeblasen wird, dann klingt es auch ganz furchtbar. Und wir vergessen ganz vieles, was eigentlich im Verdeckten passiert und was ganz andere Ausmaße hat. Und wo oft auch noch ein ganz anderes Leid dahinter steckt. Wenn ich an Waffenhandel denke, da steckt unendliches Leid dahinter. Wenn ich an illegale Prostitution und Menschenhandel denke, das sind so viele Einzelschicksale, die da dahinter stehen, die im Untergrund eigentlich versinken und niemand hat mehr einen Blick drauf. Ich danke euch recht herzlich, dass ihr diesen Blick darauf habt. Ich bin froh, dass wir Grünen auch da uns damit beschäftigen und nach Antworten suchen und versuchen, sie auch zu geben. Und hoffe sehr, dass wir da in Zukunft nicht nur einen Schritt weiterkommen, sondern wirklich viele Schritte, weil da doch einiges im Argen liegt. Ich danke allen, die irgendwo im Stream uns heute verfolgt haben und mit zugehört haben. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, könnt gerne auf mich zukommen. Wir gucken, dass wir das Papier auf meine Webpage setzen, dass es da einen Blog dazu gibt und ihr auch da ein Stück weit nachlesen könnt. Aber ich glaube, richtig Expertise kriegt er dann, wenn er bei Polizeigrün auf die Homepage geht. Da kann man auch vieles nachlesen. Für alle, die dies interessiert, das ist eine spannende Seite. Und ich freue mich sehr, dass es euch bei uns in der Partei gibt. Einen schönen Nachhauseweg brauche ich jetzt normalerweise niemanden zu wünschen. Wir sitzen alle zu Hause. Das hat uns Corona beschert, dass wir gelernt haben, über weite Entfernungen uns auch so zu treffen. Ist eigentlich jetzt wirklich eine tolle Sache, sonst hättest du von Freiburg hier im Bodenseeraum kommen müssen. Das ist uns jetzt erspart geblieben. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend und noch mein ganz herzliches Dankeschön an dich, Armin, dass du bereit warst, mit uns diesen Livestream hier zu machen. Herzlichen Dank und tschüss zusammen. Tschüss, Marie. Tschüss zusammen. Wir sind bereit, weil ihr es seid. Ich bin Maria Heubuch, Ihre Kandidatin im Wahlkreis Bodensee.